Fireboy nochmal hier. Jetzt gehen wir über die Persönlichkeit von Wassermann. Erstmal kurz Disclaimer, und zwar jedes Tierkreiszeichen hat eine negative und positive Seite. Schwächen und Stärken Yin und Yang. Ich will hier niemanden kritisieren, auf gar keinen Fall. Ich sage euch jetzt, wie ihr aufgestellt seid und was dabei für Schwächen und Stärken entstehen können oder es geben kann. Dann auch noch wichtig zu verstehen, wenn du jetzt das Video anschaust, aber es fehlt irgendwas oder es stimmt nicht alles, dann guck dir auf jeden Fall, schreib in Google Birth Chart und dann guck, wo ist dein Mond, in welchem Zeichen ist dein Mond, in welchem Zeichen ist dein Mars oder dein Venus, weil das Gesamtbild macht deine Persönlichkeit aus. Ich sage jetzt nur, wie Wassermänner generell aufgestellt sind und warum sie so sind, wie sie sind, was sie so macht, wie sie sind. Fangen wir direkt an. Wassermänner sind Luft und fixiert, Mobilität fixiert. Was bedeutet das? Automatisch bedeutet das, Wassermänner sind fixiert auf ihre eigene Weise, wie man denkt und kommuniziert in dieser Welt. Ihr werdet von Saturn regiert, ihr seid aber die positiv, die männliche Seite von Saturn. Saturn steht für Arbeit, Realität, praktisch sein, realistisch sein, wie du Grenzen setzt, wie du die Realität ansiehst, für Zeit, für Organisation, für Struktur, für Disziplin. Dafür steht Saturn, für diese realistische Energie. Das ist automatisch, habt ihr diese Energien, die ich gerade genannt habe, die habt ihr mit euch, weil ihr von Saturn regiert werdet. Was heißt das? Die positive Seite davon, dass Saturn hier regiert, ist, ihr seid realistisch, ihr seid ergebnisorientiert, ihr seid intellektuell, ihr habt einen starken Intellekt. Ihr setzt Grenzen. Dadurch wird man auch respektiert, weil ihr ernst seid. Wer ernst ist, wird respektiert. Wer Grenzen setzt, wird respektiert. Ihr habt realistische Ideen, wie man zum Beispiel ein Business kreieren kann oder eine Kooperation. Darüber habt ihr realistische Ideen. Ihr seid auch, so wie Steinbock zum Beispiel, no bullshit. Das heißt, ihr schaut auf die Realität, so wie sie ist. Ihr geht nicht verloren in irgendwas, was es nicht gibt. Ihr lebt nicht in Illusion, das meine ich damit. Ihr lebt in der Realität, so wie sie ist. Und das macht euch auch strukturierter. Ihr könnt strukturiert nachdenken und ordentlich auch nachdenken, sozusagen. Weil ihr seid Luft. Das heißt, ihr nehmt diese Saturn-Energien, aber ihr seid Luft. Das heißt, ihr denkt wahrscheinlich mehr darüber nach oder ihr kommuniziert das nach außen. Dann, ihr nutzt eure Zeit dadurch auch besser als andere. Ne? Weil wer mehr auf die Realität achtet und was einem wirklich weiterbringt und Struktur gibt und Stabilität, der verschwendet keine Zeit, weniger Zeit als andere zumindest. Und ihr seid einfach durchdacht dadurch. Die negative Seite, dass ihr von Saturn regiert werdet, ist, ihr seid vielleicht zu stur. Ihr wollt immer Recht haben. Ihr wisst manchmal besser, wie die Realität ist und bringt es auch so rüber. Und das kommt vielleicht manchmal als unsympathisch rüber. Wer auch zu ernst ist, ist vielleicht auch unsympathischer. Soweit kann das alles gehen. Alles muss bei euch stimmen und zeitlich passen. Ihr habt vielleicht weniger Vorstellungen, weil wo mehr auf die Realität geachtet wird, wird weniger auf die Spiritualität geachtet. Und das führt dazu, dass man weniger Vorstellungen, Intuition oder Gefühle hat. Dann, ihr setzt vielleicht zu viele Grenzen, was andere Leute dazu bringt, vielleicht euch als Spaßverderber anzusehen oder auch Spielverderber generell. Ihr hält zu sehr daran fest, realistisch zu sein, ne? Weil ihr seid, man muss hier bedenken, ihr seid Modalität fixiert. Ne? Zum Beispiel Steinbock ist ja auch von Saturn regiert, aber die machen das auf eine initiierende Art, kardinal. Aber ihr seid fixiert, generell, eure Modalität. Das heißt, ihr seid fixiert auf die Realität. Ihr seid fixiert auf eure Ansichten dieser Realität. Das macht euch vielleicht auch nochmal unsympathisch oder zu stur, dickköpfig, wo man dann vielleicht keine Lust mehr hat. Und ihr seid vielleicht manchmal zu viel verloren in Logik und Realität. Wie gesagt, so weit, dass ihr die Spiritualität vielleicht missachtet oder Leute auch oft als dumm bezeichnet, wenn sie irgendwas erfinden. Also ihr könnt auch manchmal Ideen zerstören. Aber ihr habt auch eure eigenen Ideen und die sind dann meistens realistisch. Ihr habt eure eigenen Assoziationen, weil dazu kommen wir jetzt, das hat was mit Uranus auch zu tun.
Also nächster Punkt, ihr werdet von Uranus auch regiert. Uranus steht für Originalität und für Veränderung, für diese rebellische Energie. Und automatisch habt ihr sie mit euch. Ihr trägt diese Originalität mit euch. Die positive Seite daran, dass ihr von Uranus regiert werdet, ist, ihr sagt Nein. Ihr seid fähig, Nein zu sagen, weil ihr wisst, wer ihr seid und mit wem oder was ihr euch assoziiert. Ihr seid vielleicht lustiger als andere, weil ihr einfach so seid, wie ihr seid und ihr euch nicht verstellt oder sowas. Das kann auch manchmal komisch rüberkommen. Weil wer zu einzigartig ist, ist für den anderen vielleicht nicht immer fassbar. Und deswegen, davon kommt die Energie, dass man denkt, jemand ist komisch oder sowas. Ihr seid aber sehr originell und echt, was andere von euch lernen können. Ihr seid so, wie ihr seid und ihr verstellt euch nicht. Das können Löwe zum Beispiel manchmal von euch lernen. Löwe können sich oft verstellen für andere, weil sie wollen ja von anderen gemocht werden. Aber trotzdem haben sie natürlich ihre eigene Individualität. Sie bestehen darauf. Was heißt das noch? Ihr nehmt kein Blatt vor den Mund, weil wer echt ist, ist einfach direkt und ja, real. Ihr seid einfach ihr selbst. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Ihr könnt dadurch auch ein Vorbild sein. Weil wer individuell ist, einzigartig ist und dazu steht, der hat auch Stärke. Und der wird auch anderen, vielleicht für andere als Vorbild angesehen. Ne, weil viele müssen das lernen, in dieser Realität vor allem. Viele müssen lernen, zu sich selbst zu stehen und ihre Meinung zu äußern, egal was irgendwer davon denkt. Und das könnt ihr anderen beibringen. Du hast vielleicht auch nahe Freunde, mehr als andere. Weil vielleicht hast du nicht auf Anhieb leichte Freunde. Vielleicht ist es am Anfang schwieriger, dich mit jemandem zu verstehen, weil du deine eigene Originalität hast. Aber mit der Zeit entwickeln sich vielleicht mehr Freundschaften, die auch länger halten können. Dann. Und du kannst dich auch selbst verändern. Du kannst diese rebellische Energie ausspielen, diese Uranus-Energie. Weil wenn du auf deine Sachen beharrst, auf dein Ziel auch sozusagen mehr schaust, kannst du dich dafür auch mehr verändern. Das ist auch diese Uranus-Energie, diese rebellische Energie. Du kannst komplett auch mal extrem sein. Aber dazu kommen wir jetzt. Und zwar die negative Seite von Uranus ist, wie gesagt, du kannst komisch für andere sein. Man sagt auch, Wassermänner sind Aliens. Du sagst vielleicht zu oft Nein, was für andere als rücksichtslos oder spielverderberisch rüberkommen kann oder unsympathisch oder nicht kompromisseingehend sozusagen. Das kann dazu führen, so weit kann das gehen. Du veränderst. Nee, das lassen wir mal weg. Du fühlst dich vielleicht nicht jedem zugehörig, aber dafür weißt du, wofür du stehst und wen du dich zugehörig fühlen kannst. Aber für dich ist es schwer, dich mit jedem zu verstehen. Oder dich und da, und dann dich auch anzupassen, wie gesagt. Für dich ist es schwieriger, dich anzupassen, weil du so bist, wie du bist und so bleiben willst. Du bist auch ein Rebelle dadurch, wie gesagt. Das ist auch diese unberechenbare Energie. Das macht dich auch unberechenbar, weil du bist du selbst und du willst niemals berechnet werden von irgendwem. Das ist einfach diese Uranus-Energie. Das musst du jetzt für dich fühlen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Die Sonne fehlt hier. Die Sonne steht für Aufmerksamkeit, Bewusstsein, im Mittelpunkt stehen zum Teil. Handlung, Agieren, auch zum Teil Drama, Individualität. Und weil es hier fehlt, fehlt dir diese Energie von der Sonne. Die positive Seite daran, dass die Sonne hier fehlt, ist, du brauchst nicht akzeptiert zu werden von anderen. Du brauchst es nicht im Mittelpunkt zu stehen. Oder dass die Sonne auf dich scheint. Dass der Scheinwerfer auf dich scheint. Das brauchst du nicht unbedingt. Du brauchst kein Drama. Du magst auch kein Drama zu kreieren oder zu haben. Ja, du magst Leute nicht, die Drama kreieren. Weil es für dich einfach unnötig als unnötig erscheint. Du brauchst keine Anerkennung. Du brauchst dadurch auch weniger die Meinung von anderen. Oder achtest auch weniger darauf. Und du brauchst auch weniger Aufmerksamkeit als andere. Weil am Ende des Tages hältst du zu dir selbst. Das ist wieder diese Uranus-Energie ein bisschen.
Das ist die positive Seite daran, dass die Sonne hier fehlt. Dann, was noch? Du schauspielerst nicht. Das meine ich damit, dass du nicht auf Drama achtest. Du handelst nicht unnötig. Da, wo nicht gehandelt werden muss, da handelst du auch nicht. Und ja, das ist wieder auch keine Zeitverschwendung. Weil was nicht Drama, wenn wo Drama fehlt, hat man mehr Zeit für seine, für die Realität. Wissen wir, was ich meine? Dann, ihr seid nicht zu offen, sondern vielleicht eher, aber das ist die andere Seite, dazu kommen wir gleich, sorry. Und ihr seid auch nicht aufzwingend. Ne, weil, wenn du jetzt auf Löwe schaust, Löwe wird von der Sonne regiert. Löwe will aber, dass man ihn gut anschaut. Aber wenn dir das nicht wichtig ist, kannst du auch weniger dämonische Energien ausspielen. Aber da muss man aufpassen, du bist trotzdem fixiert. Das heißt, du hast trotzdem deine eigene Ansicht auf Dinge. Aber du bringst sie vielleicht nicht unbedingt so oft nach außen wie zum Beispiel jemand anderes wie Löwe. Die negative Seite daran, dass die Sonne hier fehlt, ist, wie gesagt, du kannst auch schon mal ein Spielverderber sein, weil du immer die Show versaust, beziehungsweise Nein sagst zu Spielen, zu Drama, zu Schauspielen, zu Show. Du hast vielleicht kaum Wünsche oder Wille dadurch. Muss man auch beachten, weil die Sonne steht auch für diese Sachen, für was du willst im Leben. Also vielleicht fehlt dir manchmal so irgendwie dein eigener Wille. Du handelst vielleicht auch weniger, weil die Sonne steht für Handlungen. Vielleicht handelst du weniger, generell. Generell die Energie von Handeln oder Agieren. Die hast du weniger. Aber du redest trotzdem viel, weil du von, beziehungsweise du kannst reden. Aber du behältst deine Kommunikation mit dir selbst. Vielleicht redest du oft dann in deinem Kopf. Das ist auch ein Problem. Aber das ist jetzt was anderes mir eingefallen. Du hast keine Lust auf Party und Unterhaltung. Das, wie gesagt, das ist diese Spielverderber-Energie vielleicht. Du bist nicht unbedingt offen und kannst dadurch verleitet werden, eher verschlossener zu sein. Weil dir ist es egal, was andere so machen. Bisschen. Du bist einfach unabhängig. Das ist diese Uranus-Energie. Du bist unabhängig. Du brauchst nicht von anderen gemocht zu werden oder angesehen zu werden oder sonst was. Weil du so bist, wie du bist. Da muss ich dazu nicht sagen. Vielleicht hast du weniger Kreativität. Was nicht heißt, dass du keine Ideen hast. Du bist automatisch, du bist Luft. Und du bist ein Rebelle. Was? Also. Die Luftenergie in dir und die Uranusenergie führt dich dazu, dass du individuelle, originelle Ideen kreierst. Aber trotzdem diese Energie von Kreativität vielleicht, diese gefühlerische Seite fehlt dir vielleicht ein bisschen, weil die Sonne hier fehlt. Und ja, vielleicht fehlt dir auch manchmal weniger Spaß im Leben, ne? Weil die Sonne steht für Unterhaltung. Vielleicht fehlt dir manchmal zu wenig Unterhaltung, zu wenig dies, das, zu wenig Drama. Dann Neptun fällt hier. Nächster Punkt. Neptun steht für Imagination, für Vorstellung, für Fantasien, für diese spirituellen, Energien, für dieses psychische, psychische Fähigkeiten, für dieses, was weit, weit weg ist. Und diese Energien fehlen dir vielleicht manchmal dadurch, weil hier Neptun fällt. Für dich ist es schwieriger, für dich ist es schwieriger, Vorstellungen zu haben, als für andere, wie zum Beispiel Löwe oder Fisch. Die positive Seite daran ist, dass Neptun hier fällt, ist, du bist wie gesagt no bullshit. Du kreierst nicht irgendwelche Fantasien oder gehst verloren in deine Vorstellungen. Du bist no bullshit auf dem Boden. Keine Illusion. Du bist realistisch. Du gehst nicht verloren in Fantasien. Du bist realitätstreu und praktisch. Du basierst auf Fakten. Du stehst für die Wissenschaft. Darf man nicht vergessen. Dafür steht Wassermann. Wissenschaft. Die negative Seite daran ist, dass Neptun hier fällt, ist, du hast weniger Glaube, du hast kein Glaube vielleicht, keine Vorstellung, keine Fantasien, keine spirituelle Intuition oder Erfahrungen, keine weitgehende Erfahrungen, keine Träume. So weit kann das gehen, weil hier Neptun fällt. Du hast weniger Träume im Leben, weniger, weil, weniger Imagination, weniger Magie.
Du bist vielleicht, wie gesagt, zu verloren in dieser Realität, in dieser Matrix. Wobei du manchmal aber versuchen musst, in deine Gefühle zu kommen, deine Spiritualität. Das müssen Wassermänner, das finde ich ein bisschen schwer. Dann, ja, wie gesagt, das war's eigentlich. Vielleicht weniger Weisheit dadurch, weniger gefühlerische Weisheit. Für dich ist es zu weit weg, um zu greifen, diese Neptun-Energie. Die fehlt vielleicht sogar ein bisschen mehr Bedeutung. Dadurch auch. Spiritualität steht für Bedeutung. Das war's zu Wassermänner, wie die Planeten erstmal aufgestellt waren. Jetzt muss man noch beachten, wie gesagt, du bist fixierte Luft, das heißt, du bist fixiert auf deine eigene Weise, wie du denkst und kommunizierst in dieser Welt. Dann, du bist das zweite Zeichen vom Winter, das heißt, du bist so die Mitte von diesem Tod. Wobei Fisch dann der Tod ist, sozusagen. Tod im Sinne von Dinge enden und dann im Frühling starten die Dinge wieder neu bei Widder. Aber du bist so die Mitte vom Winter, das musst du, das ist einfach so für dich zum Wissen. Und du stehst für das 11. Haus. 11. Haus steht für Assoziation, Netzwerk, Humanitarismus, auch Originalität. Auch zum Teil soziale Netzwerke, wie du dich öffentlich präsentierst, auch zum Teil. Weil es hat auch was mit Assoziation alles zu tun. Ja, das macht dich als Persönlichkeit aus. Diese Energien trägst du mit dir. Das heißt zum Beispiel, dass du ganz genau weißt, mit was du dich assoziierst oder mit wem. Das macht dich individuell und originell. Und es kann dich auch humanitär, wie sagt man das, humanitär machen, dass du auf gewisse Werte achtest. Ja, das war's zu dir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn noch irgendwas fehlt, ne, unbedingt guck dir deine anderen Platzierungen an. Das ist extrem wichtig, weil kann sein, dass du vielleicht Wassermann bist, aber du hast zum Beispiel komplett andere Energien. Zum Beispiel hast du mehr Fischenergien oder mehr Steinbockenergien, was dich nochmal ein bisschen anders macht. Ganz wichtig ist, komplett Bild sich anzuschauen. Das war's, bis zum nächsten Mal.